Hi meine Lieben, ich bin's Josephine von Autovella und heute geht es wieder um die Marke Seat. Besser gesagt um die coolen Feature, die so ein Seat mit sich bringt. Und nicht nur der Tarraco, in dem wir heute sitzen, sondern auch der Ateca, Cupra Ateca, Alhambra und der Arona. Die Rede ist von dem Seat Parklenkassistenten, der in allen 5 neuen Modellen verbaut ist. Wie das Ganze funktioniert und wie komfortabel das ist, wenn der Seat selbst einparkt, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Euer Seat bietet euch 3 Möglichkeiten, das Fahrzeug von selbst einparken zu lassen. Ihr könnt vorwärts, aber auch rückwärts in Längs- sowie auch in Querparklücken einparken. Dafür müsst ihr lediglich diesen Knopf hier in der Mittelkonsole einmal betätigen und dann noch blinken entsprechend in die Richtung, wo ihr gerne einparken möchtet. Die Parklücke erkennt der Seat dann ganz von alleine bis zu einer Geschwindigkeit von 40 km/h. Wichtig hierbei ist nur, dass ihr nicht näher als 1,5 Meter an der Parklücke dran sein dürft oder aber auch nicht mehr als 1,5 Meter davon weg. Und zu beachten ist, die Parklücke muss 1,1 Meter länger bzw. breiter als euer Fahrzeug sein, damit der Seat das auch dementsprechend berechnen kann. Dazu sind euch ja die 3 Möglichkeiten gegeben, ob ihr vorwärts, rückwärts oder aber parallel einparken möchtet. Achtet da bitte genau darauf, was ihr eurem Seat sagt, wie er einparken soll. Denn wenn ihr parallel in eine Querparklücke rein wollt, ist das eher suboptimal. Wie das Ganze funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Ich würde sagen, wir starten mal mit dem Vorwärts-Einparken. So meine Lieben, ich habe mich angeschnallt, ich habe mir eine Parklücke gesucht, wo mein Seat mich gleich ordentlich einparken soll und zeige euch mal, wie das Ganze funktioniert. Wir parken jetzt mal vorwärts ein. Also Gangwahlhebel auf Drive stellen, hier den Parklenkassistenten aktivieren und den Blinker einmal nach rechts setzen, weil wir auch rechts einparken möchten. Und jetzt fahre ich ganz geschmeidig an die Parklücke ran, warte bis er die erkennt, noch hat er sie nicht. Jo, jetzt hat er sie. Aber ich will nicht quer einparken, sondern, nein, nicht rückwärts, vorwärts, right. Der graue Pfeil sagt mir jetzt, bitte fahr zurück, das mache ich auch, Gangwahlhebel und zurück. Jetzt beginnt der gruselige Teil. Vertraut eurem Seat, der kann das. Ihr habt eine rote Linie hier im digitalen Display, daran könnt ihr euch so ein bisschen orientieren, wie weit die Strecke ist. Und wenn die rote Linie aufhört und dieser Ton erscheint, dann könnt ihr wieder umstellen, in dem Fall auf Drive. Noch ein Stück, wieder zurück. So, er fährt jetzt zurück, immer noch ein Stück zurück. Die rote Linie ist noch nicht vorbei. Jetzt kam wieder der Ton. Das heißt, jetzt bitte wieder auf Drive, also vorwärts fahren. Ich orientiere mich wirklich nur an dem grauen Pfeil. So. Und immer schön langsam fahren, damit die Berechnungen auch aufgehen von eurem Seat. Bing! Wieder ein Rückwärtsgang. So. Er möchte euch halt möglichst ordentlich dort reinfahren und korrigiert deswegen oft. Jetzt wieder in Drive stellen. So. Ja. Piep, piep. Rote Linie ist fast vorbei. Ja, noch 1,5 Meter. Und? Parkassistent, Parklenkassistent hat sich ausgeschaltet. Cool. Wir stehen perfekt in der Lücke. Lass uns mal eben aussteigen und uns das Ganze von draußen einmal anschauen. Okay, aussteigen klappt schon mal. Cool, der Platz reicht. Von hinten, ja, der Seat steht sehr gut da. Und auch mein Beifahrer kann optimal aussteigen. Versuchen wir doch auch mal, rückwärts einzuparken. Gleiches Spiel, gleiche Parklücken, nur das Ganze jetzt einmal rückwärts. Also, ich schalte den Gangwahlhebel wieder auf Drive, aktiviere hier den Parklenkassistenten und setze den Blinker nach rechts, denn wir wollen rechts einparken. So, jetzt fahre ich langsam zur Parklücke hin, bis der Seat sie erkennt. Ja. Komm schon. Hat er? Voreingestellt ist immer rückwärts einparken, deswegen lassen wir das so. Er sagt jetzt noch ein Stück vorfahren. Ist ganz klar, müsste ich auch, wenn ich selber in die Parklücke rein will. Jetzt bitte zurück. Okay. Schön langsam, damit die Berechnungen auch aufgehen. So. Ja.
weiter. Also wie gesagt, immer bis die rote Linie vorbei ist. Achtet auf eure Spiegel, wenn euch das Piepen irritiert. Jo. Und das Geräusch sagt, jetzt wieder umlegen in Drive. Der Seat piept beim selbstständigen Einparken ein bisschen häufiger, weil er das halt auf Millimeter genau berechnet. Ne? Aber das wollen wir ja auch. Wir wollen ja exakt in die Parklücke rein. Also fahren wir vorsichtig langsam zurück. Er korrigiert nochmal. Ja. Okay, und? Wie weit darf ich? Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Stopp. Er sagt mir, Parkassistent beendet. Bitte Lenkung übernehmen, das mache ich auch. Wir steigen mal aus und gucken uns das Ganze an, wie das jetzt ausschaut. So. Okay, auch hier das Aussteigen macht mir keine Probleme, ich habe genug Platz. Gucken wir mal, wie das bei meinem Beifahrer ausschaut. Okay, auch hier gibt es nichts zu meckern. Und der Seat steht wieder, wie gerade, mega parallel zu den anderen Fahrzeugen, ganz exakt in der Parklücke. Versuchen wir jetzt einmal parallel einzuparken. Wir haben hier vorne eine Lücke gefunden. Ich bin angeschnallt, habe den Parklenkassistenten hier in der Mittelkonsole aktiviert und den Blinker rechts gesetzt. Dann wird es wohl klappen. Ich fahre langsam an die Lücke ran, beziehungsweise einmal dran vorbei, bis der Seat die erkannt hat. Jetzt hat er sie erkannt. Er sagt, fahr bitte noch ein Stück vor. Das mache ich auch. So. Immer noch ein Stück vor, immer noch ein Stück vor. So, jetzt darf ich rückwärts fahren. Lenkeingriff aktiv. Auf unser Umfeld achten, das mache ich auch. Okay. Schön langsam, ne? Piep, 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 piep. Perfekt, also es ist wirklich Millimeterarbeit, aber also ihr müsst schon kontrolliert bzw. konzentriert fahren mit dem Fahrzeug, aber wenn ihr das macht, dann steht ihr wirklich optimal in den Parklücken. Wir stehen schon in der Lücke, wenn ihr möchtet, steigen wir einmal aus und gucken uns das Ganze von draußen an. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Oh, vorne habe ich genug Platz, hinten habe ich genug Platz. Ich würde sagen, der Seat Parklenkassistent hat wieder 1A eingeparkt. Das war unser Video zum Seat Parklenkassistenten. Zum Schluss noch ein kleiner Hinweis für euch. Denkt immer daran, die Verantwortung liegt alleine beim Fahrer. Es ist lediglich ein Assistenzsystem, was euch unterstützen soll. Das heißt also, bleibt trotzdem immer konzentriert und aufmerksam, denn unvorhergesehene Dinge können immer mal passieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch den Daumen da und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die einfach in die Kommentare. Für noch mehr Infos zum Thema Seat, Lexus und Toyota, abonniert einfach den YouTube-Kanal.